Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19 oder Grendel 19 6004 Luzern und gebe Online-Mathe-Unterricht. Wir nennen den Mittwoch, 11. August 2021 und sind mit Aufgabe Nummer 11b. Jetzt wird zweimal eine Kugel aus dieser Kiste gezogen. Ja, also wir haben 10 mal das A drin, 15 mal das B und 12 mal das C. Jetzt wird zweimal gezogen und jedes Mal wieder zurückgelegt. Ja, also. Wir haben hier die beiden Plätze, wo wir die Kugel reinlegen, dann wird hier zweimal gezogen. Und die Frage ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Kugel, die wir rausziehen, die Aufschrift B hat und die zweite Kugel dann aber die Aufschrift C hat. Ja. Also haben wir hier P für Wahrscheinlichkeit, Probability oder Probabilität oder ja. Und dann haben wir hier alle möglichen ja, total. Und oben dran schreiben wir die Anzahl Erfolg, B. Das heisst, Erfolg ist in dem Fall, Erfolg bedeutet in dem Fall, die Kugel ist ein B. Mal. Und auch hier geteilt durch total. Und Erfolg ist in dem Fall die Kugel ist C. Ja. Wir schreiben das gerade hin, also dass wir ein B rausholen. Da, also da haben wir 15 Kugeln von 37. Also wenn wir jetzt eine Kugel ziehen, kann eine von 37 kommen und nur 15 davon führen zum Erfolg. Die Chance von jeder Kugel ist gleich gross. Ja. Also haben wir 15 geteilt durch 37. Wir legen die Kugel wieder zurück. Legen nochmal in die Kiste rein. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wo wir die alte Kugel gelassen haben. Ja, das ist... Das ist schon sicher gestellt, natürlich. So, jetzt holen wir nochmal die Kugel raus und haben dann, von 37, also 12 von 37 Optionen. Das heisst, wir rechnen 15 mal 12. 15 mal 12, das ist 180. Also 180 mal kann die Reihenfolge B und C kommen. Entweder das erste B und das erste C. Das erste B und das zweite C. Das erste B und das dritte C. Das erste B und das vierte C. Ja, bis auf zum 12C. Nachher kommt das zweite B und das erste C. Das zweite B und das zweite C. Das zweite B und das dritte C und so weiter bis zum 15. B. Und wenn man die, Kugel 15, also die 15. Kugel mit Aufschrift B rausnimmt, dann kann man noch das erste C rausholen, das zweite, dritte, vierte bis zum 12. rauf. Darum sind es aber 15 mal 12, ja. Und insgesamt können es aber 37 Konstellationen sein, 37 mal 37. Und das sind 1369, ja. Also haben wir hier 180 geteilt durch 1369. Das gibt 0,131482834 und so weiter. Oder eben 13,148%. Das wird aufgerundet, das 4 auf das 5 auf. Das heisst 13,15%. Ja, wenn wir jetzt noch auf die erste Stelle aufrunden müssen, dann würde das 5 dazu führen, dass 1 auf das 12 kommt. Also dass wir dann 13,2% hätten. Wenn es da dazu Fragen gibt, einfach einen Kommentar schicken. Gut.